Hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video, ja, möchte ich dir einen kleinen Trick zeigen, ja, mit dem du als freier Handelsvertreter mehr Geld verdienen kannst oder wenn du darüber nachdenkst, ja, dich als Handelsvertreter, als freier Handelsvertreter selbstständig zu machen, dass du einfach darüber nachdenkst, wie du ja, dich oder wie du dein Geschäft in Zukunft aufbauen kannst und welches Unternehmen ja, du dir auswählst, weil es sollte dann nämlich ein bestimmtes Kriterium enthalten, aber dazu gleich mehr. Wenn wir den freien Handelsvertreter uns so vor unser geistiges Auge holen, dann sehen wir da oft so einen Einzelkämpfer in so den klassischen Branchen, wie zum Beispiel den Immobilienmakler, der Tag ein, Tag aus seine Immobilien und Wohnungen verkauft. Oder wir sehen den Versicherungsagenten, der tagtäglich seinen Kunden Versicherungen vermittelt. Oder wir sehen den Staubsaugervertreter, der tagtäglich von Haus zu Haus läuft, um seine Produkte vorzuführen und diese dann eben zu verkaufen. Oder den Werbemittelvertreter, der tagtäglich von Firma zu Firma geht und ja, und dementsprechend Kugelschreiber und Werbegeschenke etc. dementsprechend vertreibt. Wie auch immer. Oft ist die Frage, kann man mit solchen Berufen gutes Geld verdienen? Und da ist die Antwort definitiv ja. Du kannst als freier Handelsvertreter, wenn du alleine arbeitest, kannst du richtig viel Geld verdienen, wenn du die richtigen Aktivitäten, also wenn du einfach das Richtige tust, wenn du beharrlich bist, wenn du kontinuierlich, ja, wenn du ein Durchhaltevermögen hast, wenn du ja mit Neins umgehen kannst, ja, wenn du all diese Dinge so in dir vereinst, wenn du fleißig bist, wenn du die Schlagzahl hochhältst, dann wirst du da auch richtig gut Geld verdienen. Allerdings hat der freie Handelsvertreter einen Nachteil, also den klassischen so als Einzelkämpfer. Du bist immer von deiner eigenen Leistung, sprich von deiner Arbeitskraft oder eben halt von deinen Ergebnissen abhängig. Das heißt, gehst du zum Beispiel in Urlaub, musst du das vorher irgendwie einplanen, musst dir Rücklagen bilden, dass du nicht in ein Loch fällst, ja, sondern dass du ja den Urlaub dann auch genießen kannst und dass, wenn du vom Urlaub zurückkommst, dass du ja keine finanziellen Einbußen hast. Aber was definitiv Fakt ist, wenn du nichts verkaufst, ja, dann wirst du auch nichts einnehmen. Das ist eben halt der Nachteil an der Geschichte. Der Vorteil ist, was ein Nachteil ist, ist aber auch gleichzeitig ein Vorteil, weil du, wie gesagt, unbegrenzt verdienen kannst. Ja, es hängt, wie gesagt, von deiner eigenen Leistung ab. So, und jetzt gibt's doch aber, und jetzt ist aber die Idee, und das ist auch der Trick, zu dem ich dir oder den ich dir jetzt gleich verraten werde und was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, darüber nachzudenken, wenn du dich jetzt als Freihandelsvertreter selbstständig machst, dass du diese Option hast, nämlich, dass du mit einem Hebel arbeiten kannst. Ja, also die Idee dahinter ist ganz einfach, dass du deine Arbeitskraft multiplizierst, ja, dass du, ich mache jetzt hier einfach mal Multiplikation. Multiplikation, ja, dass du einfach es schaffen kannst, ja, dich selbst, ich sag mal, ein Stück weit zu vervielfältigen. Normalerweise ist es ja so, wenn du jetzt Immobilienmakler bist, ja, und du arbeitest alleine, dann hast du ja kein Interesse dran, anderen Immobilienmaklern zu zeigen oder deine besten Tipps, deine besten Tricks, deine besten Verkaufsstrategien, ja, an die weiterzugeben oder diese, ja, oder an diese eben halt zu vermitteln, ja, weil du würdest ja dann deine Konkurrenz stärker machen und dich somit schwächen. Das heißt, du würdest ja nie deine, ich sag mal, die, ja, so die Secrets aus deinem Business, die würdest du ja niemals dann dementsprechend offenlegen. Wenn du jetzt aber allerdings 10, 20, 30 Immobilienmakler hättest, die für dich arbeiten, das heißt, wo du finanziell dran partizipierst, dann würdest du ja alles daran setzen, diese 10, 20, 30 Leute so gut wie möglich zu machen, dass diese so viel wie möglich verkaufen, weil im Umkehrschluss hast du ja einen finanziellen Vorteil daraus, ja? Also, denke, das kann man nachvollziehen. Ja, und das meine ich, wenn ich von einem Hebel spreche. Es gibt ja auch den klassischen Hebel, zum Beispiel im Finanzbereich oder im Immobilienbereich, wo man mit
Geld arbeitet, was man selbst eigentlich gar nicht besitzt. Im Immobilienbereich ist das zum Beispiel, du nimmst ein Darlehen auf, um in eine Wohnung zu investieren. Ja, diese vermietest du und so hast du dann halt einfach eine höhere Rendite auf dein eingesetztes Kapital, auf dein eingesetztes Eigenkapital, wie wenn du jetzt zum Beispiel dann selbst drin wohnst. Das heißt, du erzielst eine höhere Rendite. Im Finanzbereich ist es so, wenn du zum Beispiel an der Börse spekulierst, ja, wie auch immer, wenn du Optionen handelst oder was auch immer, ja, dann hast du im Prinzip einen Hebel, aber auf der anderen Seite halt natürlich auch ein höheres Risiko, weil die Gewinnchancen viel größer sind. Und hier gibt es auch ein gewisses Risiko, ja, und zwar von dem Hebel, von dem ich spreche, der nennt sich Multilevel Marketing, ja, beziehungsweise Network Marketing. Und hier ist es so, wenn du anfängst, über diesen Hebel nachzudenken und diesen Hebel dann quasi auch einzusetzen, wenn du mit Mitarbeitern arbeitest, dann hast du nicht immer sofort einen Return on Invest, weil du erstmal du musst die Partner akquirieren, dann musst du die Partner ausbilden, du musst ihnen eine gewisse Zeit einräumen, sich mit der Materie vertraut zu machen, um dann eben irgendwann die Früchte ernten zu können, wenn die Teampartner dann auch deine Vorschläge oder deinen Tipps dann halt auch folgen. Ja, es gibt ja auch welche, die fangen im Network Marketing an, machen nie was. Ja, die gibt es natürlich auch. Das heißt, nur weil du einen Teampartner hast, ist es noch keine Garantie, dass dieser auch sein Unternehmen als Unternehmen sieht. So, also das ist dann halt das Risiko, dass du Zeit investierst und erstmal keinen Return on Invest hast. Und genau, so viel zum Risiko in diesem Bereich. Aber die Idee dahinter ist ja ganz einfach. Wenn du jetzt, ich weiß nicht, ob du jetzt als Einzelkämpfer oder als freier Handelsvertreter in Anführungszeichen unterwegs bist oder ob du darüber nachdenkst. Die Frage ist ja ganz einfach, wie viele Abschlüsse kannst du denn erzielen pro Tag? Ja, es gibt bei uns im Unternehmen Leute, die machen 100 bis 130 Abschlüsse im Monat. Ja, gibt auch Leute, die machen deutlich weniger. Ja, der Tag hat 24 Stunden. Fakt ist, ja, egal wie viel das es sind, ja, der Tag hat 24 Stunden und du kommst irgendwann an deine Grenze, ja, an die persönliche Grenze, wo du einfach nicht mehr erzielen kannst. Ja, die kann bei jedem anders sein, weil Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufe etc., je nachdem, wie stark man da drin ist. Aber egal, ob es jetzt 5, 10 oder 15 pro Tag sind, irgendwann wirst du eben halt an deine persönliche Grenze stoßen. So, und wenn du jetzt nach oben skalieren willst, wenn du jetzt dein Unternehmen weiter wachsen lassen willst, dann kommst du nicht drum rum, drüber nachzudenken, wie wäre es zum Beispiel, wenn ich 10 Leute habe, die jeder am Tag 5 Abschlüsse erzielen, dann wären das pro Tag anstatt 15 eben halt 50 Abschlüsse. Ja, also ich denke, du verstehst, was ich meine. Einer meiner Teampartner hat zum Beispiel diesen Monat, jetzt im August, wir haben jetzt heute den 16. und das war relativ Anfang des Monats, hat er 17 oder 18 Abschlüsse an einem Tag gemacht. Ja, ein anderer Partner aus unserem Team hat ich glaube, 31 an einem Tag gemacht. Natürlich sind die nicht immer, also 31 Abschlüsse oder 17 Abschlüsse sind nicht immer dann 17 Kunden an einem Tag, ja, sondern manchmal hat man halt ein Unternehmen, wo mehrere Filialen hat, wie auch immer, und dann macht man halt bei einem Kunden mal 5, 6, 7 Verträge, ja, oder mal 10 oder mal halt nur 5 oder halt mal nur einen, ja, ist eben dann unterschiedlich, kommt auf die individuelle Situation drauf an. Würde ich diese 15 am Tag selbst schaffen? Wahrscheinlich ja, vielleicht auch nicht, ja. Was ich aber definitiv glaube, sagen zu können, ist, dass ich sie nicht jeden Tag machen würde, ja. Genau. So, und jetzt ist dann aber halt die Frage, wenn man mit Hebel arbeitet, was würde es denn zum Beispiel dann bedeuten, wenn ich jetzt halt nur 100 Leute habe, die einfach nur jeder einen Abschluss im Monat machen? Ja, Moment, machen wir so. Einen Abschluss im Monat. Dann wären das halt 100 Abschlüsse, die jeden Monat halt kommen. Und du siehst auch hier, gebt dir gleich was mit.
ein Sprichwort, weniger ist mehr. Und oft wird das so ein bisschen missverstanden. Ich gebe dir das später, wir kommen dann nochmal drauf zurück, wenn ich dir ein Praxisbeispiel zeige. Weniger ist mehr bedeutet in unserem Fall einfach, umso mehr Teampartner du hast, umso weniger muss jeder einzelne Teampartner dann bringen, damit du ein stabiles Einkommen hast. Und mir ist es lieber, ich habe 100 Leute, wo jeder dann halt nur einer macht, ja, und habe dann am Ende des Monats 100 Abschlüsse, wie wenn ich 3 Partner habe, wo jeder 10 Abschlüsse macht und habe dann halt nur 30 Abschlüsse. Ja, also kann man nachvollziehen. Weil für mich ist wichtiger, ein stabiles Einkommen zu haben. Und natürlich ist es mir am allerliebsten, wenn die 100 Teampartner dann halt deutlich mehr, ja, im Schnitt wie einen machen. Aber du verstehst, was ich mit diesem Beispiel einfach sagen will. Wichtig ist, du musst dir im Klaren sein, irgendwann kommst du an deine Grenzen und deswegen solltest du von Anfang an darüber nachdenken, ein Unternehmen zu wählen, welches diese Vertriebsform nutzt, weil du eben hier halt auch mit einem Hebel arbeiten kannst und dann dein Unternehmen auch nach oben skalieren kannst, wie man so schön sagt. Und jetzt gebe ich dir das einfach mal noch anhand von Zahlen und einem Praxisbeispiel und werde dir dann aber am Ende des Videos auch den Beweis antreten, dass diese Zahlen auch, dass es auch halt möglich ist. Ja, ich werde es jetzt aber auch nicht hier reich rechnen oder irgendwas, sondern wir nehmen jetzt einfach mal aus der Luft gegriffenen Zahlen, aber die Differenzprovisionen etc., die sind durchaus möglich. So, und jetzt nehmen wir einfach mal an, du wählst ein Unternehmen, ja, dort gibt es zum Beispiel dann 100 Euro, also du verkaufst ein Produkt und immer wenn dieses Produkt verkauft wird, gibt es 100 Euro Provision. So, und die sind natürlich nicht ganz für dich, sondern nehmen wir einfach mal an, 50% in diesem Beispiel, also das ist Unternehmen A, machen wir das einfach mal so, Unternehmen A. Du erhältst also, es gibt halt 100 Euro Provision und davon behält 50 Euro die Firma und 50%, also 50 Euro bekommst du als Vertriebspartner. Machen wir so. Ja, so, das heißt, wenn du jetzt ein Produkt verkaufst, mal angenommen, du machst jetzt 100 Abschlüsse, machen wir so, 100 Abschlüsse, dann verdienst du ja 100 mal 50 Euro, mal 50, na, mal 50, dann sind es 5.000 Euro Provision. So, viel oder wenig spielt gar keine Rolle mehr, geht es um dir zu zeigen, warum es sinnvoll ist, den Hebel einzusetzen. Und jetzt nehmen wir mal ein Unternehmen B. Und auch hier kommt dann wieder weniger als mehr zum Vorschein. Jetzt nehmen wir mal Unternehmen B. Und auch hier gibt es 100 Euro Provision. Von mir aus auch das identische Produkt. Jetzt würdest du nur 25% bekommen auf eigene Abschlüsse. Aber du würdest zusätzlich 25% Provision bekommen auf Teamabschlüsse. Also auf jeden Abschluss, der im Team getätigt wird, 25 Euro und auf jeden eigenen Abschluss auch 25 Euro. Betrachte ich mir nur diese Zahlen hier, ja, 50% hier, 25% hier, wäre ja natürlich Unternehmen A die deutlich bessere Wahl. Ja, so, und die 50% hier behält das Unternehmen, wie im obigen Beispiel auch. So, und jetzt überlegen wir uns einfach mal Folgendes. Mal angenommen, wir haben jetzt 10 Teampartner aufgebaut und diese 10 Teampartner macht ebenfalls jeder 100 Abschlüsse, so wie wir auch. Ja, also die Anzahl der Abschlüsse bleibt gleich und hier haben wir dann halt 10 mal 100 Abschlüsse, sind 1000 Abschlüsse mal 25 Euro Differenz
also die du auf die auf deine auf deinen Teampartner bekommst, wären 25.000 Euro. Zusätzlich machst du auch wie im obigen Beispiel 100 Abschlüsse und die gibt es dann ebenfalls mal 25 Euro und dann wären das hier 2.500 Euro. Das heißt, du hättest jetzt im Vergleich ja, zu Unternehmen A, was auf den ersten Blick für dich deutlich lukrativer war, ja, einen viel besseren oder ist das Unternehmen B auf einmal deutlich attraktiver, weil du hier 27.000 Euro verdienst, ja, wie hier 5.000 Euro, ja. Und genau, und das auch hier ist wieder der Punkt, weniger ist manchmal einfach mehr, weil wir auch hier wieder die Arbeitskraft einfach multiplizieren und deswegen nehmen wir lieber etwas weniger, ja, und haben dafür ja, mehr. Ja, also ich hoffe, es macht, du kannst mir da folgen, ja, und es macht für dich Sinn. Jeder Teampartner hier wird halt, also die Leistung von einem Teampartner wird halt pro Anzahl der Teampartner, umso größer dein Team wird, umso weniger entscheidend ist die Leistung einzelner, ja, weil sich eben dein Einkommen auf viele Köpfe verteilt und du hast dadurch ein deutlich stabileres Einkommen. Der Vorteil, wenn du mit einem Hebel arbeitest, ist aber auch hier ganz klar, dass nur weil du in Urlaub bist, heißt es ja nicht, dass die Teampartner nicht ihre eigenen Ziele verfolgen und ihr eigenes Einkommen generieren. Das heißt, dein Einkommen fließt auch dann, wenn du im Urlaub bist, wenn du ja krankheitsbedingt ausfällst, wenn du deine Freizeit genießt, ja, etc. Also was es da alles so gibt. Ne? Das Unternehmen fließt, das Geld fließt halt, dein Einkommen fließt halt einfach weiter. Und jetzt möchte ich dir das gerne noch, dass diese Zahlen hier, dass die Differenzprovision 25 Euro, dass das realistisch ist. Ja, und dass auch hier diese 17 Verträge, die ich vorhin erwähnt habe, dass die auch stimmen. Da möchte ich dir ganz kurz den Beweis antreten. Und zwar schauen wir einfach als allererstes mal auf die Differenzprovision. Du siehst hier eine Provisionsstaffel und du siehst, wenn jetzt zum Beispiel du bist Organisationsleiter geworden, das kann man nach wenigen Monaten erreichen. Oder wir nehmen hier einfach auch mal die Stufe des Gruppenleiters mit 64 Euro und du hast jetzt 10 Vertriebsassistenten in unserem Beispiel und dann hättest du pro Vertriebsassistent, hättest du jetzt hier eine Differenzprovision von 29 Euro, ja, oder von als Organisationsleiter von 34 Euro, ne? So, und du siehst also mit den 25 Euro, das ist jetzt kein überdurchschnittlicher Wert oder so, sondern dass diese Stufen, also Gruppenleiter, Organisationsleiter, die kann man ja bei uns nach wenigen Monaten durchaus erreichen und ist jetzt nichts Abgehobenes, ja. Genau, so, also die Differenzprovision ist ersichtlich. So, und dann wollte ich dir noch diese Anzahl der Abschlüsse zeigen. Du siehst hier, das war am 7.8., das war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann haben wir hier, geht es auf der zweiten Seite weiter, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich muss mich aber korrigieren, es waren nicht 17 von einem Teampartner, sondern ja insgesamt von drei. Aber spielt jetzt ja auch gar keine Rolle. Das siehst du hier an den Zahlen. Das alles andere musste ich schwärzen und wegen Datenschutz etc. Ja, aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Also das Ganze funktioniert auch wenn das jetzt hier theoretisch war, es funktioniert eben auch in der Praxis. So, mehr möchte ich jetzt eigentlich in diesem Video gar nicht in die Tiefe gehen. Ich hoffe, ich konnte dir ja mit diesem Video weiterhelfen. Wenn du, wenn wir jetzt noch ein Fazit ziehen wollen, also wenn du überlegst, dich als freier Handelsvertreter ja selbstständig zu machen oder ja nach einer Ergänzung suchst oder nach einer neuen Perspektive, dann solltest du drüber nachdenken, ja, dir ein Unternehmen zu suchen, welches es dir ermöglicht, ja, mit Hebel zu arbeiten, weil nur so kannst du dir auch langfristig etwas aufbauen, wovon du auch zehrst, wenn du jetzt nicht gerade aktiv an
deinem Business arbeitest. In diesem Sinne, wenn das Ganze für dich hilfreich war, dann freue ich mich über einen Daumen hoch oder wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, für wen das Ganze interessant sein kann. Wenn du persönlich eine neue Herausforderung suchst, findest du unterhalb des Videos weitere Informationen. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, findest du alles unterhalb des Videos. Schau einfach mal rein, forder dir gratis unverbindliche Infos an. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute und wir sehen, hören uns im nächsten Video. Alles Liebe, alles Gute, bis bald, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.